Und schon sind wir live. Hallo. Okay. Ach, ich bin so ein Schlumpf, ne? Warum, was ist denn? Habe ich Pläne zu? Ja, natürlich, Pläne zu habe ich noch nicht hinzugefügt. Oh, das ist nicht so gut. Also, mit den zwei PCs, ne, da komme ich ja gar nicht mehr klar. Wirklich. Ach, das wird schon. Da. Wenn du willst, können wir auch mal alles komplett zusammen einrichten, wenn du es möchtest. Ja, so nach und nach kriegen wir das schon. Auf jeden Fall brauche ich noch meinen lieben Chat. Ja. Ja, Janine ist ja schon da. Kali. Schwalle. Kali, zu dir sage ich jetzt einfach mal nichts, okay? Ich sage einfach nur Hallo. Und ignoriere das, was du da schreibst. Er hat doch nur geschrieben, heute geht's um Vögel. Vögel, es geht um Vögel. Und es geht um Vögel. Wir lassen nämlich die Pfauer einziehen. Ja, lassen wir. Aber zuerst will ich der lieben Janine nochmal gern das zeigen mit der Steuerung. Na, Janine, weil ich habe das gelesen, du kommst nicht so klar damit. Mach mal die Musik etwas leiser. Ja. Warum ist das bei mir eigentlich immer so laut auf dem Ohr? Ah, mit 4%. Unglaublich. So, Janine, jetzt erzähl mal, was für Steuerungsprobleme gibt es? Die Kamera zu drehen? Ja, erst alle Tiere zeigen. Natürlich, Kali. Natürlich. Wir haben hier Pam Hardy und Demonika. Hier ist Pam am Schlafen. Die drei kleinen Grizzlybären. Ja, wen haben wir hier? Hardy. Hardy schläft auch. Und wo ist Demonika? Ja. Ja. Die ist wieder. Ja. Ne? Ja, Mama findet sie nicht. Da ist sie. Da ist die Kleine. Kamera drehen. Du hältst einfach die mittlere Maustaste von deiner Maus gedrückt. Dann siehst du ja, dass der Mauszeiger weggeht. Und dann schwenkst du die Maus hin und her. Und nach oben, unten. Hallo, Demonika. Oh, wo läufst du? Ja, wo läuft sie denn hin? Zur Mami. Aber Mami schläft. Ne? Ah, dann gehen wir wieder, ne? Gehst du? Ja, spiel dich. Spiel einfach etwas. Oh, Pam ist aufgewacht. Süß. Ja, zum Golden. Und dann gehen wir mal rüber zu Kali, der Hyäne. Und seiner Cinderella. Wo sind sie denn? Probier das gleich mal aus, ja, Janine? Kannst nebenbei einfach gleich alles mit ausprobieren. So. Kali, wo bist du? Cinderella. Hallo? Hallo? Ah, da ist jemand. Da ist Cinderella, die ist hungrig. Na klar. Ja, lach halt nicht so, wenn du hungrig bist. Das ist nicht witzig. Ach ja, und die kleine Nala. No. Oh. Die alle am Lachen sind voll süß. Brutal. Kali, wo treibst du dich wieder rum? Ich hoffe, du bist nicht wieder ausgebrochen. Kali? Hallo? Kali? Wehe, du bist wieder ausgebüxt. Ich glaube, ich muss dich jetzt auf den anderen Weg suchen. Ich muss dich antippen. Na, da. Ist er das? Nee. Ja, das ist er. Ja, da bist du, Kali.
Ah, bitte macht nicht wieder Kinder. Ne? Ah. Das Zebragestell scheint interessant zu sein. Oder auch nicht? Ja. Gut. Warum bin ich eigentlich so überbelichtet? Das liegt garantiert an meinem Fenster da vorne, ne? Ich sehe aus wie eine Leuchtrakete. Ja, ja, wenn die Sonne reinscheint, dann reflektierst du, ist doch normal. Ich reflektiere aber krass. Ja, aber ist doch normal. Wie so eine weiße Wand. ja, also. Ich würde ja fast sagen, dass wir faue und friedliche Tiere hier alle links ansiedeln dann so, ne? Okay. Oder? Ja, also ich habe bei mir die einfach vermischt platziert, aber du kannst auch sortieren. Ja, weil Paul, können wir die jetzt frei rumlaufen lassen? Ja, ne? Man kann Streichelzoo einrichten. Das ist prima. Also, dass halt die Besucher durch das Gehege durchlaufen. Ja. So kann man es. Dann wäre das tatsächlich sehr klug, hier links anzusiedeln. Ja. Gleich, wenn man reinkommt hier. Friedliche Tiere. Paul. Paul, Schwalle. Was ist sonst? Tiere, die die Besucher nicht direkt töten. Genau, die sie nur auf den zweiten Blick töten. Genau. Aber bevor wir das machen, sollten wir jetzt noch ein paar organisatorische Sachen regeln. Oh ja. Und so. Also dafür klickst du als erstes da unten auf die Schaltfläche zu. Ja. Genau. Dann auf die Pfote. Auf die Pfote. Also das ist auch für dich wichtig, Janine, wegen dem Futter. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber ich habe ja immer dieses Problem der Futterqualität. Genau. Und dann ist dort oben dieser Reiter Essen. Ja, Essen. Da klickst du einfach drauf. Und bei Qualität wählst du einfach Qualität 3 aus. Wow. Und das war's schon. Dann kriegen sie besser, also qualitativ hochwertigeres Futter. Das war der ganze Spuk. Und was jetzt auch noch gut ist, damit die Gehege immer gut versorgt sind, wenn du auf dieses Menschensymbol klickst, dann musst du ein bisschen runter zu Tierpflegern scrollen. Und dort kannst du ihnen Arbeitsbereiche zuweisen. Also wenn du auf das Plus gehst, okay, kannst du einen Arbeitsbereich festlegen, wenn du zum Beispiel ins Bärengehege reinklickst. Also, dass es halt markiert ist. Genau. Dann hast du einen Bereich festgelegt. Und jetzt kannst du da oben einfach auf dieses X in der Mitte. Da. Genau da. Und kannst jetzt wieder auf diese Schaltfläche bei den Menschen gehen und kannst halt so viele Tierpfleger zuweisen, wie du möchtest. Dann sind die für dieses Gehege zuständig und kümmern sich da dann automatisch drum. Muss ich aber jetzt zieht's mal über den Reiter Zoo rein, oder? Ja, auf Zoo. Und dann runterscrollen zu den Tierpflegern. Ja, okay. Und jetzt kannst du einfach ausnehmen. Du musst nicht nochmal festlegen, einfach auswählen den Bereich 1. Ach so. Weil der ist halt einmal schon festgelegt und jetzt kannst du ihn auswählen. Ah. Einfach auf Arbeitsbereich 1 immer. So viele, wie du halt dazu weisen willst. Und das kannst du dann bei den Hyänen genauso machen. Ah, dann, drei reichen. Drei reichen. Und da neuen Arbeitsbereich. Mhm. Hierhin. Und das ist Arbeitsbereich 3. Okay, dann sind von Haus aus immer 3 da dran. Haben eh so viele, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Okay. Auch nicht, wenn du
Wenn du das Mausrad gedrückt hältst. Also das mittlere Rad von deiner Maus. Einfach drücken. Sonst ist das echt komisch. Also das, was ich hier immer mache, das kommt ja, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Da geht's nur nach links, rechts, vorne, hinten. Und das Drehen geht nur durch die mittlere Maus. Durch das Mausrad. Alles klar. Gut. Sehr gerne. Allgemein gibt es hier auch so eine Liste mit so Shortcuts, kann ich mal reinschicken. Ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob du mit Englisch klarkommst, aber hier wäre halt so ein Blatt, wo halt diese ganzen Shortcuts noch erklärt sind. Also welche Tasten was machen. Okay, hast gehört, Janine. Den Link kannst du bedenkenlos anklicken. Er kommt von Sabi. Das ist unser Planet Zoo Profi hier. Gerade nebenher noch rausgesucht. Oh. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Ein Streichelzoo soll es also werden. Oh. Also dafür, für diesen Streichelzoo, brauchst du besondere Tore. Oh, okay. Die findest du auch unter Barriere. Und da hast du die ersten Holztore. Also wenn du vom Anfang anguckst, die ersten. Genau, da, das heißt Gästetor. Ah. Und wenn du das platzierst, da können Besucher durchlaufen. Ah. Aber das würde ich an deiner Stelle vorher platzieren, bevor du das Gehege ziehst, weil das braucht einen höheren Abstand zum Weg als das normale Tor. Ziehst du auch in den Weg rein platzieren. Such hier rein, ja. Jo. Okay. Und da hast du schon mal einen Eingang. Du kannst auch mehrere Tore davon setzen, dann können die Besucher das Gehege noch als Durchgang nutzen, wie du möchtest. Ah, das wäre auch cool von der anderen, also dass dann hinten weitergeht, ja. Ja. Und ich mache jetzt einfach mit dem Holzdings weiter. Du kannst dir jeden Zaun aussuchen, den du möchtest. Der Holzzaun kommt halt automatisch, wenn man es platziert hat. Aber du kannst auf jeden von den anderen auch draufklicken und dann damit weiterbauen. Glas ist mit Sicherheit auch ganz cool bei den Streicheltieren. Ja. Oh, nee, das ist nicht gut. Das sind ja die Mitarbeiterwege. Kann ich nicht mit Steuerung Z einfach zurück? Du kannst es einfach mit... Wenn du einen Rechtsklick drauf machst, löschen. Ah. Ich muss auf jeden Fall noch planen, dass neben dem Weg ein Weg geht. Wir hatten diesen Weg. Ah ja, genau, den hatte ich das letzte Mal schmäler gemacht. Darf gerne wieder breiter sein. 7. Ah. 7? Ja, 7 war der Standard. Okay. Oh, dann muss eh das auch noch weg. Uff, ich merke schon. Weg möchte sich jetzt halt mit dem Mitarbeiterweg connecten. Du kannst auch einfach hingehen und den Mitarbeiterweg upgraden zu einem öffentlichen Weg. Indem du mit dem Weg, dem öffentlichen, auf den Mitarbeiterweg raufklickst. Ach so. Aber dann haben die Mitarbeiter keinen Weg mehr zu ihren Quartieren, oder? Die können auch über einen öffentlichen drüber laufen. Ach so. Ja, dann ist das eh kein Problem. Oh Gott. Die Wege sind halt dafür gedacht, wenn du irgendwie einen separaten Mitarbeiterbereich machst, dass die Gäste dann hinlaufen. Gut. Gibt es halt bei uns nicht. Punkt aus.
So. Sehr schön. Ich muss halt nur jedes Stück erwischen, damit die Gäste da weiterlaufen können. Ja. Ich glaube, da unten habe ich, genau, da ist ja noch eins. Und weiter hinten auch. Ja. Oh ja. Perfekt. Hi Eva. Buh. Hallo Eva. Wir werden immer erschreckt hier. Immer erschreckt ihr uns. So. Gut, dann haben wir das. Dann geht's weiter mit der Wand. Okay. Wie groß machen wir denn den Streichelzoo? Was kann denn alles in den Streichelzoo? Also ich habe jetzt halt nur mit den Pfauen geguckt, aber ich denke, Schildkröten und sowas müssten auch reinkommen. Allerdings ist dann die Frage, ob die dasselbe Terrain brauchen. Und das ist halt die Frage. Stimmt. Ob das verträgt. Ah, dann gibt es halt jetzt hier mal nur Pfaue. Und wenn, dann trennen wir das ab und das, dann geht es weiter zum nächsten Streichelzoo einfach. Ja. So, wir wollen eh keinen so einen ordentlichen, schnicken Zoo, sondern es darf ruhig hier. So. Perfekt. Schauen wir mal, ob das reicht. Außerdem ist es doch eigentlich eh besser, wenn du die Gehege trennst, die ganzen Tiere ja YouTuber sind und da wäre schon schön, wenn jeder sein eigenes Zuhause hat, oder? Das stimmt, gerade so. Kaninchen, Katzen, Hasis, ja, haben wir hier leider nicht. Nicht tödliche Tiere, Schafe, Ziegen. Danke, Eva. Find den Weg auch voll schick. Ich habe mir auch Werwölfe, ja klar. Gibt es hier. Ich habe mir überlegt, ich denke jetzt mal, dass Pfaue wahrscheinlich richtige Rudeltiere sind, also so im Schwarm vorkommen können. Ich glaube, es war ein Männchen und bis, ich glaube, 25 Weibchen oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren ziemlich viele. Mhm. Ah, 20. Da stand gerade. Also 4 bis 20. Ah, okay, bis 4 Männchen und 16 Weibchen. Okay. Ist so rum. Nee, leider nicht. Schwalle, leider keine Fuchsis hier. Aber, also ich habe mir so gedacht, nachdem jetzt ein paar wirklich Gesellschaftstiere sind und euch die scheinbar auch gefallen, dass die Pfaue unsere kleine Community wird mit Eva, Lotti, Janine, wenn euch das recht ist, meine Lieben. Unicorn. Und ich würde halt da dann gern auch, weil die meisten tatsächlich mich durch Marito kennengelernt haben, so Marito als einzelnen Pfauenhahn da reinsetzen. Und euch Mädels da so rundum. Eva, was hältst du davon? Janine kommt jetzt zwar nicht von Marita, aber ich denke, das würde eigentlich trotzdem ganz gut da reinpassen. Oder wir nehmen die andere Community, die mich durch andere Spiele kennt, dann eventuell Flamingos. Hi Miro! Ja, weil Miro gehört eigentlich auch dazu und kommt auch. Ja, das machen wir so. Genau. Das andere wären dann die Flamingos. Maritos Community wird Pfauengehege. Oder Sabi. Also, ich bin dafür. Bist dafür? Ja. Ich denke, der Chat. Wie sieht das eigentlich aus mit Flamingos? Ganz kurz. Flamingos? Die können bestimmt auch mehrere sein. Ich denke schon, ja. Müssten. Oh, wie hießen denn die? Sind die nicht pinker Flamingo oder so?
Oder rosa Flamingo oder irgend sowas. Wollt ihr alle Pfauen sein oder sollen wir Flamingo und Pfauen Community trennen? Ah, rosa Flamingo war das. Zoopedia. Da war das. Wow. Boah, okay. Ich denke, es ist am besten, wenn die Community zu Flamingos wird. Da können wir bis 500. Oder? Können wir da eine Abstimmung machen, obwohl heute nicht so viel da sind, ne? Ja, Moment, ich erstelle einen Sportfall. Also ich frage jetzt einfach, was soll die Community werden? V oder Flamingo, oder? Oder getrennt als drittes. Okay. Weil getrennt wäre halt dann wirklich Marito Community der V. Dann schreibe ich in Klammer dazu. Aber Schwalle, für dich habe ich auch ein Tier. Gar kein Problem. Sind eigentlich hier eh schon jede Menge drin in dem Standard-DLC, also Standard-Spiel. Wir haben ja das Vivan-Handel auch immer noch. Ja, Holy Diver! Hallo! Schön, dass du da bist! Ja, wir bauen hier einen kleinen YouTube-Community sozusagen. Und es wird gerade darüber abgestimmt, ob die Communities die Flamingos werden oder ob wir sie trennen. Flamingo, Pfaul. Also Eva, Miro, Janine, Schwalle, Holy Diver, du darfst dich auch gerne beteiligen. Kali, stimmt mal schön ab, bitte. Und ansonsten, wie geht's dir, Holy Diver? War auch schon lange nicht mehr bei dir. Es ist momentan... Wow, tue ich so viel, viel zu viel. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich kann dir derweil auch mal, solange die Abstimmung läuft, hier mal zeigen. Also, ich meine, das ist der dritte Stream, ne? Wir haben bisher auch nur... Grizzlybären. Ja. Hi, Slomo! Hallo! Und die Hyänen, die sich wie immer verstecken. Okay, vielleicht haben sie auch echt ein Riesengehege, bei dem wir die nie finden. Slomo, du kannst gleich mit abstimmen, wenn du da bist. Kriegst du gleich mal Arbeit. Ja, hier ist der Link. Stimm mal mit ab. Wir überlegen gerade, wie wir die Community aufteilen. Ob Eva, Unicorn, Lotti alle zu Pfauen werden und der Marito als Hahn sozusagen. Oder ob die gesamte Community auch mit Janine und Miro Flamingos werden. Ja, den Kleinen geht super. Wir hatten vorhin schon mal einen Rundgang. Aber ich sehe. Oh. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt wieder hin sind, ne? Die zu finden. Ah, da. Da läuft einer. Ja, halt. Ach, halt still. Du Tier, du.
Das ist garantiert wieder. Ich wollte sagen, das ist garantiert Kali. Wenn mich jemand ärgert, ist es Kali, ne? Danke, Holy Diver. Danke dir. Da läuft er wieder rum. Kali, du kannst dich aber auch nicht stillhalten, ne? Danke, Janine. Aber den Kleinen geht es allen super. Da kriegen eh gerade schon wieder Nachschub. Immer schön essen. Die Abstimmung ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh! Wow! Aha. Ja, dann alle abstimmen, ne? Wir haben jetzt nämlich 3 Votes für Pfau, 3 Votes für Flamingo und 2 Votes für getrennt. Wow! Ja, ich könnte mich auch nicht entscheiden, ne? Slomo, ganz ehrlich, dich habe ich tatsächlich auch schon verplant als Tier, ne? Oh, Nala isst gerade. Oh ja, die lässt sich schmecken. Schau mal, Kali, dein Mädchen gedeiht. No, und dann gleich spielen, oder? Mhm. Ne? Oh, nee, kein Bock zu spielen. spielt jetzt jemand mal? Ja? Ah, einfach mal angestupst. Das ist gar... Ey, Cinderella. Ach, da liegt das... Ja, natürlich. Und diese Futterbälle, wenn die so anstupsen, dann kommt das Futter raus. Ja, cool. Genau, Eva. Genau. Ach, süß. Ja, ich denke, es haben alle abgestimmt soweit, oder? Ich denke es auch und das Ergebnis ist unzufriedenstellend. Es steht 3-3 V Flamingo. Wow. Ja. Und was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Also getrennt wollt ihr definitiv nicht, wie ich sehe. Getrennt hat nur 2 Votes. Schwalle. Pass auf, dass du nicht gleich zur mexikanischen Vogelspinne wirst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir nochmal eine Abstimmung machen, nur die 2 zur Auswahl? Ja, komm, wir machen ein Stechen einfach. Das ist jetzt echt dramatisch. Ich meine, es sind beides tolle Tiere, ne? Das ist halt das. Ich wüsste auch nicht. Getrennt. Janine ist für getrennt. 1, ja. Was? Oder sollen wir es dann doch... Wer hat denn für den Pfau gestimmt? Könnt ihr mir das mal sagen, wer für Pfau war? Miro, also Janine sehe ich gerade, war für getrennt. Das heißt, sie war eigentlich eher für die Flamingos. Miro, für was warst du? Weil du gehörst auch zu der anderen Community. Warst du für den Pfau oder warst du für den Flamingo? Kannst du mir das mal kurz sagen? Weil wenn du auch für den Flamingo warst, dann würde ich sie einfach trennen. Du wolltest Pfau. Das habe ich mir gedacht. Mhm, genau. Ja, dann passt's doch. Flamingo. Miro wollte Flamingo. Dann machen wir es getrennt, oder? Dann wird Maritos Community eine Pfau und unsere kleine Community hier, die von anderen Spielen kommen, von Lomo, was auch immer, werden dann zu den Flamingos. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ne? Ja. Yeah. Das ist halt genau das Gegenteil, was die Abstimmung gebracht hat. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich das, wo es hinläuft. Ja, ja, okay. Ja. Sie schreiben ja. Ja, dann machen wir es so. Wir machen es so. Wir machen jetzt die Pfaue und im Anschluss... Anschluss? Im Anschluss gleich. Eben der eitle Pfau, das passt halt auch voll zu Marito, ne? Marito so als einzelner Hahn zwischen seinen ganzen Mädels.
Lomo schreibt einfach der eitle Pfau. Ja eben, deswegen passt es doch auch zu Marito. Okay. Marito ist ja so ein eitler Gockel. Oh. Ich darf hoffe, das dass sagen. Ich hoffe, dass er diesen Stream nie anschaut. Ich darf das sagen. Gut, dann machen wir das jetzt so. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was wollen unsere Pfauen hier haben? Halt das hier. No front. Nein, ist es auch nicht. Das, Lomo, du hast sie nämlich noch nie gesehen. Das wirst du. Ist ja klar. Gespoilert. Ich hab gespoilert. Ich hab gespoilert. Okay, dann wurde es halt gespoilert. Aber ich glaube, das wusste sowieso jeder, dass Lomo der Wolf wird. Ja, aber es war noch nie ausgesprochen. Das stimmt. Du hättest hingehen müssen und Lomo einfach irgendwie zu einer Gazelle oder so machen müssen. Dann. Das wäre ein schöner Plot-Twist geworden. Ah, ich freue mich darauf, Schwalle und Wova so richtig zu ärgern mit dem, was sie werden. Na, Schwalle! Davor, was ich werde, gell? Du hast Angst davor, was du wirst. Du brauchst keine Angst haben. Okay, dann ist gut. Nee. Sag mal, bin ich gerade an den Pfauen vorbei? Ah, da. Da sind sie. Blauer Pfau in grün. Mädel. Ach, sind die Mädels grün? Kann das sein? Ja. Ah. Bist du ein braver Wolf? Ich glaube, Slomo hat es nicht so gefallen, dass ich das gerade gesagt habe. Das diskutiert ihr unter euch aus, ne, ihr zwei? Ich habe damit nichts zu schaffen. Oh oh. Okay. Was wollen die denn für ein Tara? Gemäßig Tropengraslandschaft. Ich glaube, die haben eine Heizung gebraucht, die Pfaue. Wow, die brauchen eine Heizung. Ja, für im Winter, wenn es schneit. Männchen sind territorial. Ja, also ja. Besser geht's doch nicht. Das ist 100 pro Marito. Ja, dann kauf mal einen Marito und setz ihn rein, dann siehst du, welche Biome er braucht, also welches Terrain. Das machen wir. Wir kaufen jetzt einen Marito. Genau. Sie wieder ganz nach vorn. Nein. Du kannst auch, wenn du da oben auf dieses kleinen Trichter gehst, könnte auswählen, dass du nur Pfauen angezeigt haben möchtest. Wäre eigentlich sinnvoll, ne? Ja. So. Lebenserwartung. Nimm lieber den mit der hohen Lebenserwartung. Warum geht Liste aktuell? Ah. Ach, da kommt immer dasselbe jetzt raus, oder wie? Ja, aber guck mal, du hast da oben, also oben rechts, hast du so einen Timer. 8 Minuten 53. Ah. Erst wenn das abgelaufen ist, bekommst du neue Tiere. Hi, Katzi! Hallo, Katzi! Genau, Eva sagt's gerade. Ja, dann nehmen wir den. An Zoo senden. Genau. Und dann holen wir den ersten raus. Aber du brauchst noch einen Mitarbeiter-Eingang an dem Gehege. Stimmt. Damit du hier reinsetzen kannst. Stimmt. Ey. Mitarbeiter-Eingang. Also bei Barrieren. Dann auf die Tür und dann einfach. Du kannst auch den aus Holz nehmen, der passt vielleicht besser, weil du das Besuchertor auch aus Holz hat. Das kann man theoretisch. Also manchmal wuchs mit die Steuerung aber auch ganz schön. Hä? Nimm's. Hä? Hey, dann klick noch mal rauf. Ah, jetzt. Und dann einfach einmal Y, damit der Weg außen ist. Hallo, Spiel! Gut, ich drehe mich einfach mit. Machen wir es halt so.
Ich weiß nicht, ich hab das Spiel kaputt gemacht. So. Ja, ihr werdet ganz elegant. Ist der Wolfspflegerin. Tierhandel. Wo war das? Das da war das. Nee, da war das nicht. War das eh da drin? Hä? Warum habe ich... Genau, dann einfach auf Tierhandelszentrum klicken, dann Tieraufbewahrung öffnen. Ah ja, so war das. Und dann kannst du ihn reinplatzieren. An Zoo senden und dann reinmachen. Es regnet. Ja. Ja, ich mache alles kaputt, wie du halt auch immer. So. Jetzt warten wir noch, bis Marito einzieht. Ja, und dann kannst du das Spiel kurz pausieren und das Gelände für ihn anpassen. Ja. Da ist er! Gleich mal umbenennen. Marito. Sollen wir Marito oder Marito Casito nennen? Chat, was meint ihr? Doch, stimmt schon. Schwalle. Nein, Slowo, nix. Wikipedia? Zoopedia. Marito oder Marito Casito? Marito nur, ne? Ja. Da sind wir uns doch einig. Perfekt. Okay, dann kannst du bei diesem kleinen Bergsymbol gucken, welches Gelände er möchte. Okay, er hat zu viel langes Gras und möchte mehr kurzes. Natürlich ist er schon wieder sowas von anstrengend. Wenn du möchtest, kannst du das auch offen lassen. Dann siehst du nämlich, ob du schon genug weggemacht hast und alles. Ah ja, stimmt. Das hatte ich beim letzten Mal ja auch so gemacht. Ja. Oh, Marito ist verletzt zu uns gekommen. Ja, die meisten Tiere sind krank oder verletzt, wenn man sie kauft. Das ist irgendwie in dem Spiel oft so. Ach so. Slowmo Nerdwolf ist in Wikipedia gelistet. Alles klärchen. Boah. Gras kurz. Grüße. Sehen wir es genau einfach da drauf. Also musst du schon noch ordentlich machen. Oh. Genau. Ein bisschen? Noch ein bisschen? Bisschen? Jetzt ist er zu alles grün. So kannst du es theoretisch lassen. Ja, so lassen wir es auch. Yep. Gut. Jetzt kommt hier nur noch Deko links und rechts hin, wo die Leute halt langlaufen. Also muss halt einen Weg noch drin ziehen, wo die drauf laufen können, sonst können die nur bis zum Tor und dann gehen sie nicht weiter. Ich werde gestalkt. Natürlich, hier wird jeder gestalkt. Ja. So muss das. Genau. Nee, bleiben wir bei 5. Lassen wir die Leute hier so durchtatschen. Genau. Und da kommt dann das andere Tor. Nee, Eva, niemals, ne? Wir tun sowas, ohne dass es jemand mitkriegt. Genau. Immer schön still und heimlich. Ja. Das fällt noch auf. Ja, das will doch niemand. Genau. Guten Appetit, Slowmo. Ja, guten Appetit, Pizza!
lecker Schmecker. So. Ja, also garantiert etwas mit Schinken oder so, ne? Ah. Ich hatte vorgestern auch eine Pizza mit Cocktailtomaten und Rucola. Und Parmesan. Parmesan ist nice. Ja. Ich sollte jetzt mal dem Tier was herrichten, bevor ich hier schon wieder die ganze Zeit mit euch laber. ja. Gehege. Er kriegt auf jeden Fall mal was zu schlafen. Ah, wir haben wieder die Zusatzinhalte. Die will ich ja gar nicht. Ah, okay. Und bei dem Trichter kannst du noch die Pfauen auswählen. Genau. Dann wird dir nur das angezeigt. Sehr schön, danke. Immer wieder vergesse ich das. Der blaue Pfau? Ja. Du hast nur noch Salami da. Ah, ach, Salami ist doch nice. Mhm, Gönn dir deine Salami. was machen wir denn? Eigentlich müsste hier Holz fast rein, nachdem hier alles holzig ist. Aber Metall ist nicht schön. Ja, bei Metall, wenn man sich das auch so überlegt, das ist eine Betonplatte, über der eine Metallplatte ist. Ja. Weißt du, woran mich das mehr erinnert? An so einen Sandwichmaker. Ja. Als an hier bitte. Was gibt's denn heute? Ach, heute gibt's Pfauen-Sandwich. Ja, stimmt schon. Das tun wir den Armen nicht an. Ja, da ist Holz echt besser. Nee, Metall ist echt nix gut. So. Da noch und dann noch ein kleines. Kriegen viele Rückzugsorte. Aha. Und vielleicht sogar haben wir hier noch. Ja, genau. Sowas Mini-mäßiges. Und vielleicht noch so ein paar Schlafplätzchen für ihren Schlafen. Kann. Ja. Die Schlafplätze kann man auch in diese Hütten reinlegen. Ah. Also das ist Blätter und aus was ist denn das eigentlich gemacht? Super Stroh. Stroh. Also sieht zumindest aus wie Stroh. Nee, wir essen sie nicht. Oh Gottes Willen. Nein, wir essen die nicht. Deswegen haben wir ja keine Metallhäuser genommen. Also muss ich jetzt nochmal reinklicken. Oh. Genau, und jetzt ist es platziert. Kann man das so? Ach, sieh, das sieht ja cool aus. Oh Mann. Ja. Wir werden ein Weilchen brauchen. Extra groß. Mittel, klein, groß, extra. Oh Mann, ich könnte schon wieder. Oh. Dibidabidu. Aber ich würde heute schon gerne zwei Tiere einziehen lassen, ne? Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Da einen und dann möchte ich. Ey! Also du musst halt jedes Mal, wenn du anfängst, zweimal anklicken, weil das Gebäude erstmal zum Bearbeiten aktivieren muss. Das disst mich alles hier. Groß. Nee, wir nehmen Mittel. Mittel als zweiten Schlafplatz hier so. Ja. Genau. Und dann kommen wieder Blätter rein. Das gefällt mir voll mit diesen Blättern, ne? Na, das ist zu groß. Genau. Ja. Oh. Ist das schön? Ja. Kriegt es richtig schön, Eva. So, Katzi, ne? Richtig schönes Gehege. Klein, mittel. Das Große ist hier nicht gut. So. Lions roaring in the morning
Ja, genau. Dann wieder Blätter. Zu groß. Oh! Mann, da kann man ja... Oh, das ist ja schlimm, ne? Was man hier schon wieder... Ja. An einem... Merk's gerade. Das sind generell bei solchen Zoospielen. So, ich weiß noch, als ich mit Zoo Tycoon angefangen habe, da bin ich, glaube ich, einen ganzen Tag an einem Gehege mal gehockt. Echt? Ja. Ja. Ich glaube, so 8, 9 oder so. Da habe ich echt die ganzen Wochenende nur damit verbracht und gar nichts anderes mehr gespielt. Ja, ist aber auch schön. Und ich glaube, ich, wenn das jetzt alleine spielen würde, ich würde ausarten hier. Aber ich will ja auch weiterkommen. Ja. Ja, Schwalle. Sonst werden die gleich steinalt, während ich hier rumbastel. Das letzte Mal hatten sie immer nicht pausiert und ja. Diesmal wird pausiert. Genau. Weil sonst passiert es auch, dass auf einmal 5 Jungtiere zum Beispiel gibt und 3 von den Erwachsenen schon gestorben sind und so weiter. Ja. Hallo Slomo! Ich bin noch nicht wirklich weiter. Aber sie haben Schlafplätze und sie haben was zu essen. Ja, immerhin, ne? Also zu essen gleich. Jetzt. Ich rede schon in der Zukunft. So, jetzt haben sie was zu essen. Und Sabi hat gesagt, die wollen eine Heizung, die Herrschaften. Im Winter haben sie dann eine Heizung, sobald es anfängt zu schneien eigentlich. Ja, dann bitte. Kriegen sie gleich eine Heizung. Dann hat sich das. So. Müsste passen. Und jetzt brauchen wir noch was für die Lebensqualität. Genau. Eine Beschäftigungsfutterbox. Oh, geil, die ist groß. Mhm. Ja, da auch noch eine. Ja, Slomo, wir halten dich hier gefangen. Du kannst es nicht aufnehmen. Nee. Ja, Slomo, was soll ich sagen? Wenn man einmal hier drin ist, kommt man nicht mehr raus. Hätten wir dir das sagen sollen? Sorry. Nein, dann wäre er doch gar nicht hergekommen. Ah. Das ist richtig. Das will doch niemand. Mhm. Schön warm, ne? Ja. Wir kriegen... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein paar Büsche und so. Ja. Ein Brotbaum. Was? Kann man da auch Eigenschaft, meine Filter. Was möchtest du machen? Dass ich weiß, was Pfaue wollen. Da klickst du auf den Pfau selber drauf. Pfau, ich komme zu dir. Nee, du unten auf dieses kleine X, wenn du diese Liste weghaben möchtest, genau. Dann klickst du einfach auf ihn und dann auf das Pflanzenblatt. Ja, da. Und dann, er mag Bergahorn. Und ja, okay, das war's. Er mag nur Bergahorn. Bergahorn. Wir gucken mal. Also du brauchst eine Heizung. Schwalle. Lomo. Slomo, also... Dass du Schwalle jetzt dazu anstachelst, das muss ich leider der Hübschen petzen. Oh ja. Ja. Tut mir leid, anders geht's jetzt aber nicht. Also ich schreibe ihr mal eine WhatsApp. Ja. So, bin fertig, schon passiert. Jetzt kannst du gar nichts mehr dagegen machen. Was hast du da getan, Slomo? Jetzt? Ja, jetzt weiß sie's. Ja, man muss schon gucken, was die wollen. Ja, das ist einfach unsere Doku-Serie, was Pfauen wollen. Super. Ah. Der ist ja noch größer. Ja.
Guck mal, du siehst ja dort diese Strichle, diese dreieckigen Striche. Und der ist dann noch größer. Wow. Und je mehr Striche ausgefüllt sind, desto größer ist der Baum. Wow. Und eigentlich wollte ich einfach nur kleine Büsche hier reinsetzen. Ja, du kannst auch noch andere Pflanzen hinzusetzen, wenn du es möchtest. Blaue Fächerblume. Klomo, nein, die Hübsche muss das wissen. Jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, weil ich hab's ihr eh schon geschrieben. Ich glaube, Klomo hasst mich. Ja. Ich erinnere dich daran, Slomo, dass du vor kurzem noch gemeckert hast, wir sind zu wenig Mädels, Da, jetzt wirst du geärgert, das hast du jetzt davon. Komm klar damit. Genau. Noch ein Döner dazu. Zwei Bäume sind im Zaun. Ich sehe das nicht. Da, guck da, und beim Eck. Niemals. Muss auch lassen, okay. Das kann gar nicht sein. Was ist das? Blaue Fächerblume. Ich weiß nicht, was Sabi das sieht. Man kann da direkt. Oh, wie cool. Uff. Ich sehe schon, heute Abend um 22 Uhr, bei mir ist es so. Ich will noch nicht aufhören, Planet Zoo zu spielen. Nein, ich will nicht ins Bett. Ja, das ist schon ganz schön, ne? Oh nee, oh Gott. Darf ja nicht anfangen, so kleinlich zu werden. Das muss man ganz am Schluss machen. Was haben wir denn hier noch? Efeu, oh mein Gott, hier. Oh. Eiche. Elefantengras. Okay, cool. In mein Gehege gekommen. Also, ich glaube nicht, dass du das willst, weil wenn ich hier was wäre, dann wahrscheinlich ein Spinosaurus oder sowas. Ja? Übrigens, in zu Teilten ging das, da konnte man Dinos in die Gehege setzen. Und ich glaube nicht, dass du mich dann in dein Gehege willst. Definitiv nicht. Oh mein Gott. Ein Igel. Können hier so ein richtiges. Habe ich irgendwo noch eine. Da habe ich eine schöne freie Fläche noch. Können hier so ein richtig kleines Tierparadies an. Ach Gott, ist das süß. Flippaus, ne? Zwei kleine Igelchen. Dann noch ein Häschen. Oh mein Gott, ist das süß. Ich werde narrisch. Ein Reh. Ja, hier steht der Wald einfach noch. Vogel. Ja, ich versuch's, Lomo. Ich gebe echt mein Bestes, aber es ist schon Wahnsinn, was es hier alles gibt. Ich kann Alex da echt verstehen. Das ist. Ah. Ja, bei dem sein Park sieht halt auch richtig nice aus. Oh ja. Park. Absolut. Alex kann das richtig gut. Fuchs! Schwalle, hier gibt's einen Fuchs. Guck mal. Und für Kehlen ein Eichhörnchen, weil der liebt Eichhörnchen. Wir haben übrigens, das muss ich euch noch erzählen, bevor ich hier weitermache. Ich könnte eigentlich auch Multitask machen und einfach weiter tun nebenbei. Wir haben ein Eichhörnchen draußen bei uns im Garten. Das stiehlt ernsthaft den Vögeln das Futter vom Baum. Das hängt immer dran an diesen. Wie heißen denn die Futterbälle für die Vögel? Wie heißen die denn? Fällt mir der Name nicht ein. Da gibt's Meisenknödel? Ja, genau, diese Meisenknödel. Genau. Genau. Die hängen wir immer an der Stange zwischen zwei Bäumen am Haken. Dann kommt das Eichhörnchen, klettert über den Stamm und holt sich die Netze weg.
Oh, das ist doch voll süß. Das ist auch irre süß. Jetzt hat meine Mama angefangen, diese Meisenknödeln mit einem Strick festzubinden. Was macht das Eichhörnchen? Die beißen das durch, ne? Das ist denen Ja, die egal. sind Der intelligent. zieht und beißt und zieht und beißt. Ich sag's euch, da wirst du bekloppt, wenn du denen zusiehst. Ja, also wir haben hier einen Wald. Und dann würde ich aber noch gerne ein Bäumchen oder so dazusetzen. Oh, nicht so ein. Oh, nein, auch nicht so ein Riesenbaum. Sakura-Baum. Ein was für ein Ding? Sakura, also Kirschblüte, Wo ist zum er denn? Binden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh. Oh. Oh ja, die sehen ja richtig gut aus. Kleinen? Oh ja. Das sieht ja richtig gut aus. Hi, meistens anders. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Ah, die sind richtig schön, die Bäume. Ja, ich mag die Sakuras auch voll gern. Wow. Das ist ja jetzt auch voll der Blickfang hier. Ja. Und dann werden wir auf jeden Fall. Wo haben Vielleicht noch wir ein denn Wasser. die. Wo hatten wir die Bänke? Bei Einrichtungen. Spielzeug brauchen Sie noch. Spielzeug kriegen die noch. So. Was ist das? Ein Wassersprenkler. Ah, ja, wie cool. Natürlich. Der Sowas kann sich muss. dann im Sommer abkühlen. Ja. Und genau die wollte ich eigentlich zwischen die Büsche haben. Jetzt habe ich wieder keine Büsche gesetzt. Doch ein paar. Oh, egal. Da war ich wieder abgelenkt von den Tieren. Mai? Was ist Mai? Fragezeichen? I don't understand you. Noro hat meistens anders Mai genannt und jetzt fragt meistens anders Mai, Fragezeichen. Hi Mai. Ja, ist eine schöne Abkürzung. Kletterflächen, okay, die wollen keine Kletterflächen. Ja gut. Einrichtungen. Ich habe gesagt, ich will Bänke. No. Du kannst auch sortieren, dass nur Bänke angezeigt werden. An der Seite. Ich glaube, ich werde eh einen Mülleimer daneben setzen, oder? Ja, das ist ganz gut, sonst verdreckt das ganze Gehege. Indisch Picknick. Neue Welt-Picknickbank. Sollen die da gleich Picknick machen können bei den. Ah, das geht eh Also, nicht. von der Größe her, vom Weg, ist das ein bisschen eng dann, oder nicht? Also. Ach, das muss Ich man meine, auf den Weg bauen, ein stimmt. Ah ja. Ja, das macht keinen Sinn. Dann setzen wir einfach ein paar Bänke. Ja, reicht ja. Die Leute, die sind da, um die Tiere anzugucken, nicht um irgendwie Das rumzusitzen. stimmt. Sollen ihren Poppes bewegen hier. Genau. Und dann noch einen schönen Mülleimer. Die sind ganz cool. Oder auch die. Tja, alles neu macht der Mai, das stimmt. Das ist richtig. Haben wir für die Pfau jetzt so alles? Können die einziehen? Ja. Eva Katzi, was wollt ihr noch im Gehege? Ist noch irgendwas, was ihr euch wünscht? Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen. Wir lassen den lieben Marito hier mal spazieren. Ah. Da ist er.
Und das Futter einstellen, nicht vergessen. Stimmt. Hi Marc, das ist nicht gut. Hallo, Marc. That's gar nicht gut. Geld spenden? Skelette. Natürlich. Skelette. Das ist ein Baumgehege, ne? Ist schon klar. Creeper, klar. Mhm. So ein ja, Kasten. Komm, wir bauen ein Creeper-Gehege. Ach, so ein Geldspendenkasten. Ah. Wo gibt's denn sowas? Keine Ahnung, was baue ich eigentlich nie. Einrichtung. Wir gucken mal bei Einrichtungen. Ja. Mit, also Mitarbeiterbeste. Finanzen. Geldautomat. Ah, genau. Spendenbüchse. Okay. Ja. Die Spendenbox an die Toilette. Hier, ihr wart auf dem Klo, dann spendet. Machen wir hier hin, bevor man reingeht. Ja. über was musst du die Präsentation denn halten, Marc? Gute Frage. Betriebsmittel, Medien, Bildung, aha. Transportgeschäfte. Boah, wir müssen ganz am Schluss auch so eine Eisenbahn legen, ne? Über alles drüber. Oh Gott. Das wird lustig. Oh, die ersten Horden an Menschen stürmen hier rein zum Marito. Der wird ganz verstört sein. Gut. Dann würde ich sagen, kommen, ziehen die Mädels ein. Und das Futter. Was? Ja, du musst doch noch die Futterqualität einstellen. Habe ich doch. Hast du schon, okay. Ja, natürlich, als du es gesagt hast. Ach so, ich war gerade so abgelenkt vom Chat, das werde ich jetzt nehmen. Und Futter? Hä? Was habe ich wieder verpeilt? Tiermarkt. Also... Der blaue Pfau. Hier donnert's richtig. Echt? Ja, auf jeden Fall ist gerade richtig geboldert. Ich glaube, das war Donner. Lotti! Hallo! Lotti, du wirst ein Pfau. Also, wir lassen jetzt mal die Mädels einziehen. Genau. An Zoo senden. Eins. Wir machen einen nach dem anderen. Wir haben keinen Stress. Ja. So. Da kommen sie. Bau Nummer 1. Ja. Also eigentlich Nummer 2. Ja. Nummer 1. Bau Dame Nummer 1. Genau. Eva, hier bist du. Nein, Lotti, ihr seid eine Community. Wir haben heute schon abgestimmt. Maritos Community sind faul. Die liebe Eva, guck mal. Bist du nicht hübsch? Schön. Oh. Unangenehm. Diese Steuerung manchmal. Na, sag mal! Ja, gut. Ja. Ja. Ich hab's voll drauf, ne? Da, du läufst einfach durch die Menschen durch, Eva, ne? Es stört dich halt kein bisschen. Cool wie eh und je. Spaziert die Eva da lang. Als gäb's kein Morgen. Und die Kinder sind vernarrt. Sehr cool. Das, Katzi, liegt an euch, das zu beurteilen, wer hier ärmer ist.
Genau, Lotti. Du bist der kletternde Pfau. Ja. Ah, so. Und weiter geht's. Genau. Oh, und jedes Mal will ich auf Seite 1. Blauer Pfau. Oh, Lebenserwartung ist hier aber gar nicht gut. Ja, auch nicht so. Wie viele Minuten? 7 Minuten. Könnten vielleicht mal gucken, ob man vielleicht in den Einstellungen deaktivieren kann, dass die Tiere sterben. Ich weiß es nicht, ich habe nie nachgeschaut. Spiel. Tiereinstellungen. Haben wir es jetzt schneller oder? Verlangsam um Faktor 5. Bei Tod von Tieren deaktivieren, einfach da den Haken rein. Genau. Und langsamer Altern finde ich aber auch gut. Ja. Der Tod ist allgemein aus, das ist ganz gut. Auch wenn wir krank werden, können wir jetzt nicht mehr sterben. Das ist am besten. Weil gerade wenn wir hier so ein Community-Pro machen, wäre es blöd, wenn da jemand... Oh ja. Ja. Toll. Absolut. Gut, dann brauche ich auf das gar nicht mehr schauen. Dann kann die nächste einziehen von euch. Anzozenden. Ja, an den Zozenden. Anzozenden. Und Nummer 2 zieht gleich ein. Oh, mein Kaffee, ne? Lebenselixier Nummer 1. So. Ich hab Wasser hier. Was hast du? Wasser. Ja. H2O. Katzi! Na toll. Katzi zieht ein und ist gleich erstmal ernsthaft verletzt. Wow. Oh. Wow. Katzi, es tut mir leid, ne? Aber du läufst dafür recht gut und läufst direkt auf Marito zu. Was sagt uns das? Was ist mir los mit euch Zweien? Katzi ist hingerannt, um ein Autogramm zu holen. Katzi und Marito also. Okay, und weiter geht's. Weil es regnet, wollte sie einfach nur ins Trockene. Ja, ich sehe das schon wieder romantisch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sie alles romantisch. Aber. Mann, lass mich das doch romantisch betrachten. Ah. Ich will das romantisch betrachten. Ja, eben. ja, Slow-Mo. Tut er. Wäre es nicht vielleicht schlauer, wenn wir diesem Pfau diese eine Tablette geben? Also, du willst den Pfau unfruchtbar machen? Lotti! Wo läufst du denn hin? Oh, auch zu Marita? Lotti? Es liegt definitiv am Regen, wenn wir alle unter das Dach wollen. Aber warum nicht unter das erste Dach wie Eva? Oh oh. Weil sie gesellig sind? Bären. Nicht kämpfen. Oh, das ist nicht gut. Nicht kämpfen. Was ist hier los? Die Monika ist jetzt erwachsen und wahrscheinlich kämpft sie jetzt. Oh, nicht gut. Ja, ausgewachsen. Okay. Ja, aber wir haben ja den Pro, also du kannst vielleicht die Verletzung und so auch deaktivieren. Dann ist ja nicht schlimm, wenn sie sich nicht verletzen können. Ja, das stimmt. Also Tod ist generell aus, das heißt, die Tiere können gar nicht mehr sterben.
Katzi. Genau, so machst du das. Oh, ja. Perfekt. Oh mein Gott. Marito, wenn du wüsstest, was hier abgeht. Sei froh, dass er diesen Stream nicht sieht. Sei froh. Bibidabidu. Hier ist niemals etwas passiert. Niemals. Ja, niemals. Niemals. Wir warten auf die nächste Pfauendame. Ja. So, und hier haben wir die liebe Unicorn. Und was macht die? Die rennt nicht gleich zu Marito, ne? Gott, so regnet. Jetzt muss sie nicht direkt unter das Dach. Ah, aber es wäre auch halt hier auch gleich ein Dach gewesen, ne? Ja. Deswegen. Aber die beiden waren vielleicht einfach gesellig. Ja. Scheint so, scheint so. Ja, also Twitch sowieso. Twitter habe ich, aber benutze ich eigentlich nicht. Slowmo. Twitch fändest du doch eigentlich auch nicht mehr, oder? Nee. Also Twitch habe ich tatsächlich jetzt nur noch zum Angucken von anderen Leuten. Wo ist Marito eigentlich? Marito, wo treibst du dich rum? Können wir dich... Der versteckt sich wahrscheinlich irgendwo. Marito, wir wollen dir die Klöten abschneiden. Komm her. Komm schon, Marito. Da ist er. Da ist er. Schnell einfangen. Und dann die Tablette einschalten da neben... Nee, ah, da. Genau. Genau. So. Jetzt kann er gar nicht mehr. Maritos Klöten sind weg. Genau. Oh, der Arme. In welchem Kanal kannst du mit dem Bot interagieren? Welchen Bot? Den Schwalle erstellt hat. Nein, nein, Schwalle, das machen wir hier nicht. Doch, er hat keine Klöten mehr. So. Er kann jetzt poolen, was er will. Ja. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar. Wie machen wir das dann eigentlich? Ja, gerade so mit Fiorell und Marc. Das sind ja eigentlich wieder Jungs, ne? Ja, dann hol einfach noch Jungs und deaktivier vielleicht bei allen dann komplett. Ja, absolut. Die Fortpflanzungsfähigkeit. Ihr kriegt alle die Klöten abgetrennt. Ja, Schwalle, ist doch alles gut. Es geht ihm gut. Natürlich, krankes Tier. Alle sind sie krank. So, dann haben wir hier noch die liebe Martina. Wir müssen mir dann aber langsam helfen, ne? Gerade so die, die ich nicht so oft bei mir habe. Wir haben jetzt noch Flock, Oma Lissi. Ah, kommt auch Tito. Bitte? Oma Lissi, die kenne ich von Prehistoric, die kommentiert da immer. Ja, ja, die kommt von Marito. Wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe gekriegt einen Geldbeutel. Okay. Okay. Die armen Kuchen. Wer? Wie? Wer? Ich glaube, jemand ist krank und wird... Tine! Natürlich. Tine. Ja, wir haben doch Tierärzte. Sollen hier mal... Langsam aber sicher. Also ganz ehrlich, ne? Dann haben wir hier gleich die liebe Tine.
So. Bis gleich, Eva. Ich richte derweil hier ein, ne? Kauf derweil noch ein paar Bauen. Ey, das ist Katze. Ja, das ist Katze gewesen. Katze, könntest du... Ja, weil ich war ja verletzt und deswegen war so kurz eine Tierarztpraxis. Katze, ganz kurz beiseite. Katze, könntest du mal? Also ganz kurz nur. Nicht du. Nicht du. Bleib halt. Pause. Bleib halt. Jetzt. Das liebe Pflöckchen. So. Katze ist witzig, ja. Absolut. Hat den Schalk im Nacken, ne? Bist du jetzt eigentlich wieder daheim, Katzi? Schon, ne? Ja. Nein, tut er auch nicht. Meistens anders tut er nicht. Keiner tut das, was ich sage. Ja, das stimmt. Ja, ich auch. Ja, ich weiß. Keiner. Ja. Einfach nur keiner. Ich hab's so schwer in meinem Leben. Oma Lissi 2Z oder ein? Oh, das weiß ich gar nicht. Leute, Oma Lissi mit 2Z oder einem? Ach, Mittwoch bist du heimgekommen. Ach, sehr schön. Schau mal kurz nach. Das ist sehr schön. Oh, Slow-Mo. Ein Z. Bist du aber heute wieder charmant. Danke, Schwalle. Wow. Wow. Einfach nur, ne? Ich reagiere gar nicht mehr auf dich. Hä, warum sollten Tanten nicht schön aussehen? Weil Schwalle mich einfach wieder ärgern will. Ja, ganz normal. Also ich sehe da keinen Sinn drin. Schleimer. Slow-Mo ist kein Schleimer. Hallo. Also ich bin hier der Schleimer. Ich schleime immer gerne. Sag ich schleim doch. Ja, ich bin gern schleimig. Danke, Schwalle. Danke, Janine. Ja, jetzt aber. Jetzt zieht noch der liebe Marc ein, den wir aber allerdings natürlich auch gleich... Entschuldigung, Marc. Schnipp, schnapp. Du hast nicht Enter gedrückt beim Namen, den Namen ist, oder? Danke. Schnipp, schnapp, Eier ab. Das gefällt mir. Oh, so richtig sadistisch. Natürlich. Natürlich. Das drückt noch so schön aus. Ja, wir sollten diesem V diese bestimmte Tablette geben. Ja. Einfach so ein Schnappeier. Oh, Slow-Mo. Ja, wo ist da? Genau, Janine. Ah ja. Weg damit. No, Lotti. So. Hier haben wir noch den lieben Fiorel. Habe ich jetzt von Maritos Community irgendeinen ganz wichtigen vergessen? Mach mich doch weiblich, Marc. Nein. Hä? Wieso? Du bist doch jetzt schon im Zoo drin. Ja, jetzt ist zu spät. Du bist schon da. So, helft mir, Leute. Ich
kenne mal den Prozess. Zeit. Ich komme damit nicht so klar mit dem, wer in welcher Community ist und so weiter. Ja, doch, ich schon, aber ich vergesse halt dann gerne wieder Namen. Das ist immer das Schlimme bei mir, weil mittlerweile, ne? Der Namensgedächtnis habe ich auch kein so gutes. Das ist das. Aber ich denke... Toll. Jetzt ruft mein großer Bruder an, ne? Jetzt. Natürlich. Ja, aber du bist doch gerade im Stream. Ja, ich kann jetzt eh nicht. Lotti. Katzi, helft mir. Wen habe ich vergessen von euch? Wir haben Flock, wir haben Katzi, wir haben Lotti, wir haben Unicorn, wir haben Eva. Wir haben Martina, wir haben Oma Lissi. Wir haben Marc, Fiorello und natürlich Marito. Eine wunderschöne Art, Smileys zu verwenden. Oh ja. Aber ich denke so, oder? Das eigentlich generell passt. Papa, ja natürlich. Oh Mann, Marc, danke. Heidenei. Ich wusste es, dass mir doch sowas passieren wird. Dass ich sogar einen von den wichtigsten vergesse. Ich wusste es. Ja, aber man kann ja auch mal jemanden vergessen. Ja, es ist schlimm. Ich werde wahrscheinlich generell jemanden wichtigen hier vergessen reinzufügen. Ich bin mir ganz sicher. Kali? Fragezeichen? Kappa ist einer von Maritos Minecraft Community. Ist ein ganz lieber. Wenn das Fragezeichen darauf bezogen ist. Wenn das Fragezeichen auf das bezogen ist, was hier Marc und Schwalle quasseln, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe wieder. Kappa. Anni, ja natürlich. Tina habe ich. Anni. Juni haben wir. Hanni. Oh. Hanni. Ich sehe es schon kommen. Wir werden mehr als 20 Follower danach. Oh, wahrscheinlich. Es war gut, dass wir getrennt haben, vor allem. Ja, okay, also bei den Flamingos, da kann man 500 machen. Das wäre da egal gewesen. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, so ist trotzdem schöner. Ja. Der ist so ein bisschen lockerer. Ja. Der echte. Wie Mimi kenne ich nicht. Till, genau. So, jetzt machen wir mal Anni. Ein nach dem anderen. Ja, aber Silas kenne ich halt woanders her. Also der ist für mich nicht Marito-Community. Mit dem habe ich schon gezockt, bevor Marito und Silas sich überhaupt gekannt haben. Also den kannten wir noch aus unserem aus unserem ersten gemeinsamen Let's Play. Genau. Mit dem haben wir Fall Guys gezockt und ein Prähistory-Community-Projekt gehabt. Ja, und davor war er auch noch in dem Together-Projekt. Oh ja, genau, da hat er uns auch besucht. Ja, daher kenne ich ihn, glaube ich. Da haben wir das erste Mal Kontakt gehabt. Oh mein Gott. Nee, alle brauche ich nicht. Eigentlich wirklich nur so, die immer da sind, die ich auch kenne. Wie gesagt, Hanni auf jeden Fall noch. So. Genau. Stammzuschauer. Also der echte auf jeden Fall. Bibi, genau.
Weil so viele kriege ich nämlich auch gar nicht unter. Da hätten wir sonst echt die Flamingos nehmen müssen. Auf jeden Fall, Lotti. Ja. Mini, ja. Gamchu, oh mein Gott. Ja, es ist eine große Community. Ja. Ich bin mal ganz kurz auf, ich bin sofort wieder da. Ja, bis gleich. Bis gleich. Das dauert eh noch ein bisschen, bis wir hier rumkommen. Gut. Auf jeden Fall noch Bibi. Ah, Martina war krank. Ja, die kenne ich nicht, Marc. Tatsächlich kenne ich die nicht. Auf jeden Fall noch der echte. Die nehmen wir noch mit rein. Kenne ich auch nicht, Marc. Also hier haben wir noch der echte. Dann... Gott! Es werden so viele, ne? Vor allem auch so viele Jungs jetzt. Gamchu nehme ich jetzt noch. Hatte ich jetzt Mini schon zugefügt? Bibi habe ich zugefügt. Oh Janine, das willst du gar nicht wissen. Da kriegst du einen Schock, wenn ich dir das sage. Gamchu. Sagen einfach mal... So... Ne? Die drei habe ich geknackt. Ja, ne? Ich glaube auch. Das sind eigentlich so... Ja, würde ich jetzt auch fast sagen. Genau, Slow-Mo, genau. Oh, Janina! Ich habe gesagt, die drei habe ich geknackt. Nicht die vier. Wow, sehe ich denn schon so alt aus? Aber es sei dir verziehen. So. Ja, ich würde sagen, wow. Das Baunrudel. Es geht ihnen gut, ne? Alles gut, Janine. Alles gut. Oh mein Gott, hier geht es zu. Ich hoffe, dass das Gehege nicht zu klein ist. Ja, fast. Fast, Janine, ja. Bisschen älter. Gelände, Umgebung. Wo war das mit dem... Was kurz? Gut geeignet. Wohlbefinden? Perfekt, würde ich sagen. Alles klar, meistens anders, alles klar. Du bist 36. Oh, Slow-Mo. Das weiß ich nicht, Schwalle, aber das gibt's halt immer. Und Janine, wir sind tatsächlich fast gleich alt. Okay, also, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns dann schon wieder um die nächsten Tiere kümmern.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz im. Vielleicht auch 28. Was ist der Lurker? Lurke ist, wenn einer den Stream laufen lässt, aber sich nicht mehr aktiv beteiligt, sondern einfach so im Hintergrund laufen lässt, irgendwas nebenbei macht. Das mache ich ja auch oft bei Marito. So. Wir gucken mal, was wir als nächstes auf jeden Fall auf die Liste nehmen. Genau, Slow-Mo. Voll jung. Absolut. Antilope, Nashorn. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Boah, wir dürfen halt die Vivarien auch nicht vergessen, ne? Panda. Ba-ba-ba. Gepard. Nein, habe ich tatsächlich nicht, Janine. Du? Okay, Bisa. Schildi. Wildhund. Okay. Was? Gefährliche Kämpfe wegen inkorrekter Geschlechtsverhältnisse. Alpha-Status. Was ist da los bei den Bären? Mami verträgt sich nicht mehr mit der Tochter oder was? Hört halt auf damit. Okay. Ah, das ist echt nicht gut, ne? Wie alt ist denn der Wolf? Also ich? Nein, noch nicht. Aber du willst Kinder, oder wie, Janine? Ja, 50 ist, würde ich sagen, das ist schon... Hört man zum älteren Semester. Ich hoffe, dass sich die da jetzt nicht zerfetzen irgendwann, ne? Okay. Irgendwann ja, alles klar. Gibt's denn schon den richtigen Mann dazu? Wenn ich das so indiskret fragen darf. Ah, ich würde sagen, Mädels dürfen sich alles fragen. Okay. Ich weiß ja, wie alt du bist, Slow-Mo, ne? Darf nichts sagen. Nein, gibt's noch nicht. Oh, lala. Und der Opa? Welcher Opa? Opa? Ah? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Müssen wir kurz auf Sabi warten, dass wir die neue Abstimmung machen können? Gibt's denn generell... Wer ist der Mann oder Frau? Bei den Bären oder was, Mark? Papa und Opa. Ich kenne Opa nicht. Ich kenne das nicht. Tapa, Opa. Ach so, ist Tapa, Opa. Ja, Tapa ist schon da. Irgendwo. Da, da Hallo. Ist Tapa. Hallo. Also wir wären dann soweit für ein neues Tierchen. Ich würde sagen, wir machen... Aber ja? Wir sollten uns auch ums Wasser kümmern. Also bei den anderen Tieren im Gehege. Da guckst du dir mal an. Fällt dir was daran auf? Ja, es ist braun. Ja, es ist ziemlich dreckig.
Ja. Dann müssen wir eine Filteranlage. Oh. Ja, bei Einrichtung. Oh. Ja, und dann auf diesem... Ja, das ist da, genau. Und dort gibt es die Wasserfilteranlage. Wasseraufbereitung, genau. Und wo muss und die alles, was innerhalb dieses blauen Kreises ist, wird eben gereinigt. Das heißt, du kannst es auch außerhalb vom Gehege platzieren, solange eben noch ein Stück vom Wasser in diesem Kreis drin ist. Oh Gott. Und es braucht auch ein Stück. So viel. Nach dem Mann, nach Mann und Frau. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das hin tun soll. Das verschandelt ja alles. Du kannst ja Bäume und so drumherum machen. Aber es muss auch an den Weg angeschlossen sein. Ja. Das ist... Oh, ich hab's verkehrt rumgebaut, ne? Einfach noch eine Solaranlage oder so daneben setzen. Das reicht dann. Oder Windturbine. Genau, und dann einfach einen Weg dran und das war's schon. Am besten so ein Mitarbeiterweg. Sicher. Ja. Weil sonst nach einiger Zeit bekommst du dann die ganze Zeit die Meldung, dass nicht erreichbar ist. Oh, ich hab hier ein Problem. Einmal... Einfach anklicken und dann dieses Bewegsymbol. Und dann einfach Y. Und dann drehst du es damit. Genau. Okay. Lotti, du bist... Bin ich drei Katzen. Stimmt! Wow! Ja, weil Slow-Mo meistens nicht in meinem Stream ist, ne? Wow! Oh, es tut mir voll sorry. Bin heute. Ja, weil Slow-Mo nicht mal Mod ist. Konnte mir das passieren? Wege. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Genau, und dann mache ich dann den normalen Weg hier hoch. Den setze ich erstmal hoch. Oh. So, da rauf, rauf, rauf. Wieder Mitarbeiterweg. Oh. Da, so. Oh. Fertig ist die Sache. Und dann wird das Wasser nach einiger Zeit klar. Und genauso bei den Hyänen. Ja, sehr schön, endlich. Aber ihr habt schon auf jeden Fall, ihr ratet ziemlich gut. Leute, das muss man euch lassen. Ihr seid da echt gut. 19. Ja. Wäre gern. So wie ich. Du bist doch 20. Wäre ich gern. Slow-Mo ist 19, du bist 20. Und ich bin die Älteste, ich bin 21. Ja. Ich weiß, Slow-Mo. Das war auch kein Vorwurf. Aber es war eher ein Vorwurf an mich, weil ich, ja du weißt. Wir reden nicht drüber, ich bin auch so verplant. Ich bin ja auch so ein verplanter Mensch. Bei mir ist es, weißt du was? Ah. Bei mir bist du sogar ein Mod, obwohl ich nie auf YouTube streame. Oh. Toll. Machen wir noch alle ein schlechtes Gewissen hier. Dass ich Slow-Mo vergessen habe, mir Mod zu geben. Es tut mir so leid, Slow-Mo. Es tut mir so leid. Ich wollte die...
dies niemals. Blockiert? Blö. Kannst du jetzt da... Was versuchst du? Einen Weg zu basteln. Mach einfach dieses Wegstück da weg wieder. Genau, einfach rechtsklick. Da, also da, du siehst ja, da geht der Weg runter. Genau. Und dann kannst du so einen normalen Böppel an die Solarpaneele dran setzen. Genau. Das führst du jetzt auch einfach ein Stück weiter. Die sind jetzt zu nah aneinander, weil du halt Fünfer ausgewählt hast. Das ist zu breit, jetzt blockieren die sich gegenseitig. Genau, so kannst du es jetzt connecten. Was? Was sollte unter euch bleiben? Was redet ihr da schon wieder? Jetzt ist die Frage. Ah, ich baue jetzt erstmal einen Mitarbeiterweg, weil ich weiß noch nicht, wie es hier weitergeht. Kannst du jederzeit wieder ändern. Ja. Upsi. Ja, aber ich glaube, der gute Slowmo hat es schon immer gemacht, da er nicht erst seit er 80 ist. Der hat da schon mit 19 mit angefangen. Oder? Mit was? Mit seinem Stock Kinder vom Rasen verjagt. Ah ja, 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 ja. Mhm. Oh, jetzt. Ja, wow. Wow. Gut. Abstimmung. Ich muss die mal speichern, ne? Ja. Wir haben so viel gemacht hier. Oh, wir haben noch nichts. Achso, nee, wir sind ja noch nicht weiter. Da muss noch kein Klo her. Das kommt dann erst da wieder. Aber wir sollten jede Folge ein Klo bauen. Ja, machen wir. Ja? Ja. Ja? Ah, Lotti. Also, was kommt in die Abstimmung? Flamingo habe ich schon mal eingetragen. Ja. Genau, wir stimmen jetzt wieder ab, Janine. Nee, nicht so. Dann Wolf natürlich, nachdem heute Slowmo schon mal da ist. Ja. Wir könnten es ja auch so machen, dass die Zuschauer einfach ein paar Tiere reinschreiben, die sie gern sehen würden in der Abstimmung. Und dann nehmen wir nur die rein, sonst haben wir wieder so eine ewig lange Abstimmung. Ich hab einen Brand, Leute. Ich hab einen Brand. Ich sag's euch. Ich könnt trinken. Brand? Was? Hä? Kennst du das nicht, wenn man voll durstig ist? Ein Brand. Den Begriff kenne ich nicht. Ich sage dann, ich habe Durst. Ja, bei uns nennt man das, man ist richtig brandig. Okay. Gaming-Opa mit Stock, genau, Slowmo. So stelle ich mich dir vor. Ja, das ist Slowmo. Oh ja, nächsten Monat ist das soweit, Slowmo. Was sollen wir noch in die Abstimmung mit reinpacken? Flamingo. Also Flamingo und Wolf sind schon drin. Ja. Flamingo, Wolf und... Vielleicht auch irgendwie sowas wie Gepard. Oder Gazellen eher. Affen. Slowmo, du wirst lachen. Ich habe mir heute Radler besorgt für abends. Mach dich auf was gefasst. Also Löwe habe ich eingetragen. Okay, Löwe. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Vogelspinnen? Boah. Brasilianische Riesenvogelspinne. Okay, dann nehmen wir die einfach. Ich schreibe einfach Vogelspinne. Ja. Dann Affen. Goliath-Vogelspinne, es gibt sogar mehr. Ja, und das würde ich sagen, passt auch, ne? Sonst wären es zu viele. Ja, das reicht schon mal. Ah, mexikanische Rotknievogelspinne. Wow, es gibt zu viele Vogelspinnen. So. Dann. Oder sollen wir die Giraffe noch mit. Ah, nee, ich hab's jetzt schon beendet. Ich kann jetzt nicht mehr reinschreiben. Ja. Oder soll ich nochmal eine neue erstellen mit Giraffe? Nee, sonst wären es zu viele, oder?
Okay, ja, dann nehmen wir die Giraffe einfach nächstes Mal mit in die Abstimmung rein. Weil wir machen ja wahrscheinlich eher am Ende wieder eine Abstimmung, welches Tier als nächstes kommt. Also nächstes Mal. Ja. Okay. Wobei wir schon 2 Stunden fast streamen. Ach so, dann ist das schon die Abstimmung für nächstes Mal. Ja. Oh, okay. Dann heißt es eigentlich nur noch Toilette bauen. Abstimmung. Ja. Ja, ich weiß. Ich vertrag doch nicht mehr. Mann. Ich bin schon froh, wenn ich mit dem Radler klarkomme. So, Leute, dann stimmt kräftig ab, was wir nächste Woche für ein Tier einziehen lassen. Wow, ist die 2 Stunden sind heute so schnell vergangen. Wir haben heute so viel dazwischen gequatscht einfach, ne? Ja, ja, und du hast sehr detailliert das Gehege. Ja. Ja, und es sind halt wirklich viele eingezogen, muss man auch sagen. Ja. Also allein von der Anzahl der Tiere war das, glaube ich, unsere stärkste Folge heute. Oh ja. Absolut. Und nachdem ja dieser Zoo hier Tabis Klolandschaft heißt, muss auch in dieser Folge eine Toilette gebaut werden. Natürlich. Herrlich. Wo haben wir denn die schönen Toiletten gehabt? Gästeeinrichtungen, hier waren die irgendwo. Ja. Toilette. Nein, Slow-Mo gibt es hier nicht. Das können die bei dir wieder machen. Auspui. Böser Wolf. Ja. Also ich vermute mal, es wird der Wolf, der liegt jetzt nämlich schon in Führung, der hat 4 Stimmen und Flamingo, Löwe und Vogelspinne haben jeweils 1. Wow. Toilettenblock. Kleine Toilette. So, hier so. Oh. Schön unterm Baum. Na, eben nicht. Schau, ich zieh's extra raus. Das wäre unterm Baum. So, ich zieh's mal so weit raus, wie es geht. Damit man die Toilette schon sieht. Siehst? Man sieht sie ganz toll. Ja, wunderschön. Gibt es hier nicht. Gibt es hier nicht. Nope. Stimmt lieber ab. Das ist, ne? Jetzt hat der Wolf 5 Votes. Wow. Also ich bin mir recht sicher, es wird der Wolf, weil... Ja, wie viel... Okay, wir haben 10. Nee, okay, allein von der Anzahl der Zuschauer kann der Wolf gar nicht mehr überstimmt werden. Weil dann schon 8 abgestimmt haben, insgesamt 10 sind. Ja. Nein. Wird nicht eingeführt hier. Gibt es nicht. Dann muss der Wolf einziehen beim nächsten Mal. Genau. Der Wolf wird auf jeden Fall aber hier irgendwo einziehen. Zu den Hyänen. Der kriegt nämlich auf jeden Fall auch einen Berg. Und ich würde schon gern... Ah, mal gucken, wie wir das machen. Mhm. Könnte der auch hier dann nochmal so einen Berg machen? Also das Wolfsgehege wird auf jeden Fall groß. Weil, wie sieht denn das mit den Wölfen aus? Das wird ein Männchen sein und wahrscheinlich ein paar Mädels. Timberwolf, wo ist er? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte sogar mehrere Männchen. Sicher? Also es gibt halt ein Paar, was dann so das Alpha-Paar wird. Okay. Ja. Bis zu 12 Männchen, bis zu 12 Weibchen. Also What? Ist egal. Ja. Okay. Okay, okay. Da kann sich Slow-Mo ein großes Rudel erschaffen. Ja, Slow-Mo. Er braucht diese Tablette nicht anscheinend dann. Da ist genug Platz. Ja.
Ja, absolutes Slow-Mo, das Alpha-Tier, der wird auch als erstes einziehen und bekommt ein Mädel dazu. Da darf er sich dann den Namen ausdenken. Weißt du zufällig schon einen Namen, Slow-Mo, der sich mir den speichern kann für nächste Woche? Und dann werdet ihr da in Ruhe einfach eure Kinder kriegen, bis hier ein richtiges Rudel erschaffen ist. Oh, der Arm. Nein, Schwalle, der wird erstmal nicht kastriert. Erstmal erst nicht. 12 Wölfe insgesamt sind dann wieder ja. Auf. Genau. Ja, ne? Siehst du mal Slow-Mo. Ja, René, hallo. Schön, dass du da bist. Ah. Erstmal, ja, Eva, erstmal. Ja, ich dachte es mir, Slow-Mo. Ich dachte es mir. Oh, wie süß. Das sind dann Slow-Mo und Slow-Mina. Ja. Dann müssen wir aber nächste Woche tatsächlich auch ein bisschen später streamen, dass Slow-Mo seine Wölfe sieht. Na. Machen wir das auch so wie heute? Also ich muss halt gucken, wie ich Zeit habe und alles. Ja, ja, es muss ja dann nicht unbedingt der Montag sein. Montag okay. Oder Dienstag. Mittwoch, je nachdem. Uns geht es gut, René, aber wir wollten gerade den Stream beenden. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, kriegt Slow-Mo kriegt seinen Rudel, Schwalle kriegt seinen Rudel. Yay. Und Sabi weiß halt noch gar nicht, was sie für ein Tier wird. Das finde ich auch schön. Ich habe Angst davor. Also ich möchte auf jeden Fall ein einsames Tier sein. Ach nee. Doch. Ohne tatsächlich irgendwie. Hätte ich an sowas auch gedacht, liebe Sabi. Ja, ja, ohne andere Tiere im Gehege. Also jetzt hast du es ja immer so gemacht, immer so pärchenweise. Ja. Ich möchte komplett alleine in meinem Gehege sein. Das war mir fast klar. Ja, gut, ja. Ja, das kriegen wir. Wie gesagt, ich suche jedes Tier aus, das so dazu passt. Skelett habe ich ja meistens anders, genau. Nein, ich weiß gar nicht, ob du das am Anfang mitbekommen hast, aber die Community, so die vom, ja, Supporten, Zuschauen, also die wir uns einfach durch Schreiben kennengelernt haben, ihr werdet alle Flamingos. ja, Flamingo-Skelett? Ich weiß es nicht. Gibt's hier noch Skelette? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meistens anders wirst du pink. Freu dich drauf. Du gehörst nämlich da dazu, ist es so. Ja. Ach ja, Leute. Nein. Schnell weg hier. Du wirst es überleben, ein schöner pinker Flamingo zu sein. Flamingos sind doch hübsche Tiere. Ja. Sind sie auch. Ich würde sagen, wir beenden den Stream heute, indem wir einfach noch mal kurz so einen kleinen Rundgang machen. Wo sind denn unsere kichernden Hyänen? Da, einer macht gerade Kaka. Cinderella macht Kaka. Cinderella macht Kaka. Wo ist Kali wieder abgeblieben? Kali, wo läufst du wieder rum? Oh mein Gott. Ja. Ich hör doch da auch was kichern. Ah, da. Da läuft einer. Kali, da läufst du wieder rum. Flamingo mit Gruselstimme, genau. Und da ist Kalis kleines Kindi, die Nala. No. Sind sie nicht süß? Sind golden. Nix wird dazu. Was ist das für eine komische Bewegung, die du da an den Tag legst, Kali? Sehr elegant. Berg hinunter. Wow. Dein Kind ist schon größer als du. Du bist echt ein kleines Männchen geblieben. Ja, ich weiß auch nicht, ob das A ist. Ich ignoriere euer Dazwischenquatschen, ne?
So. Dann verabschieden wir uns auch von den Bären. Ja. Ganz klar. Hier haben wir Pam, die hier süß schläft. Oh. Gehege. Temperatur. Ist optimal, okay. Ja. Da. Hadi. Tschüss, Hadi. Tschüss, Hadi. Und wo ist der Monika wieder abgeblieben? Die versteckt sich wieder. Die versteckt sich jedes Mal. Ja, sie ist unser Verstecktalent. Hey, Monika. Hallo. Vielleicht ist sie aber auch schon wieder verletzt, weil die zwei prügeln sich jetzt immer. Pam und der Monika. Das ist nicht schön. Nein. Ja. Und wir verabschieden uns hier von dieser Rasselbande. Ja. Maritos kleine Community. Wer lief da durchs Wasser? Lotti! Lotti ist nochmal durchs Wasser gelaufen. Ja. Oh mein Gott. Es ist schon schön geworden, das Gehege. Das ist richtig cool. Ja. Und die Bäume sind immer noch im Zaun. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich sehe hier keine fliegenden Bäume im Zaun. Na gut, dann halt nicht. Da ist Marito! Was tut er denn noch? Mit wem unterhältst du dich, Marito? Mit Tapa! Okay, Tapa und Marito streiten sich. Das ist, sind keine schönen Abschlussbilder, aber. Ja. Sie spielen. Wir nennen es Spielen. Ja, wir nennen es einfach Spielen. Ja, und natürlich seid alle gegrüßt, Schwalle. Du mit deiner Grüßrunde. Ich grüße alle, die hier sind. Ist doch wohl logisch. Genau. Danke an alle. Mal sehen, wer gewinnt. Ich würde sagen Marito, weil Marito steht hier und Tapa ist gegangen. Marito hat definitiv gewonnen. Dieses kleine Macht. Gedöns. Ja. Ja. Nee, das ist Schwalle. Du immer. Du immer. Nur weil du das machst, ne? Nur weil du das machst. Und es wird jetzt nicht mehr dazwischen gequatscht. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Es war wie immer schön, dass ihr da wart. Ne? Auch ein liebes Dankeschön an die liebe Sabi, die mich immer so gut unterstützt hier. Sehr gerne, immer wieder gerne. Ja. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder nächste Woche, Montag, Dienstag oder Mittwoch. Es wird wieder angekündigt, wie immer. Ja, der sich Nein, der hat keine Klöten mehr, Marc. Ja, deswegen vergeht nicht. Zwischenradlern. Bye, bye. Tschüss!